Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Hier sehen Sie einen Listenbruch. Und früher hat man gesagt, ein Listenbruch ist etwas sehr Gefährliches, das sofort operiert werden muss. Heute wird Listenbruch ein bisschen anders eingeschätzt. Was das genau bedeutet, erfahren Sie später in der Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Es gibt nicht nur einen Listenbruch, sondern auch einen sogenannten Narbenbruch. Und jeder Fünfte, der am Bauch operiert wird, entwickelt so einen Narbenbruch. Und wir zeigen Ihnen jetzt gerade, was das ist. Fast jeder fünfte Patient, der eine Bauchoperation hinter sich hat, muss im Narbenbereich mit dem späteren Auftreten einer Schwachstelle an der Bauchhüllenwand rechnen, einer sogenannten Narbenhernie. Auch Erwin Stadelmann war nach einer komplizierten Blinddarmoperation davon betroffen. Nach einer gewissen Zeit habe ich Beschwerden gekriegt. Ich hatte eine faustgrosse Bolle, die mir immer ein bisschen weh gemacht hat und ein Unwohlsein. Aber man konnte damit leben. Oder? Aber es war vor allem die Angst, dass irgendwie ein Krebs oder irgendetwas ist. Da sich die Narbenhernie nicht zurückbildete, sondern immer größer wurde, suchte Erwin Stadelmann drei Vierteljahre später erneut seine Bauchchirurgin auf. Die Diagnose von einem Narbenbruch kann man sehr häufig schon von bloßem Auge und mit der körperlichen Untersuchung stellen. Meist kommt es zu einer Vorwölbung im Bereich der Narbe, wo im Stehen besser sichtbar ist. Im Liegen untersuchen wir die Patienten, um die Größe der Bruchlücke, das heisst den Defekt in der Bauchdecke, herauszufinden. Falls der Befund nicht ganz eindeutig ist, machen wir zusätzlich ein Computertomogramm. Das ist ein Querschnitt. Hinten ist die Wirbelsäule und der Rücken und vorne ist die Bauchdecke. Die Muskulatur, die die Bauchdecke bildet, sieht man hier an einem schön durchgehenden Strich auf dieser Seite auch. In der Mitte ist die Linie unterbrochen. Das ist der Defekt im Bereich der Bauchdecke, wo Bauchinhalt austreten kann. Bei der Wahl der Operationstechnik spielt die Größe der Bruchlücke eine Rolle. Da sich seine sehr große Hernie für das minimalinvasive Verfahren nicht eignete, stimmte Erwin Stadelmann einer offenen Operation zu, welche erfolgreich verlief. Geändert hat sich nicht viel nach der Narbenoperation. Also, mein Blinddarm ist dann schon eigentlich der Eingriff gewesen, wo maßgebend war. Weil man hat den gleichen Schnitt wieder aufgemacht beim Narbenbruch. Also, er hat ja keinen neuen Schnitt gegeben in diesem Sinn. Hier sehen wir jetzt die Narbe von der Operation von oben bis unten. Sie ist noch ganz leicht gerötet, was normal ist, etwa 3 Monate nach der Operation. Sieht aber sehr reizlos aus. Können Sie bitte auf, Herr Stadelmann? Jawohl, ist gut. Und wieder abblicken. Genau. Die Bauchdecke ist sehr stabil. Es gibt keinen Hinweis, dass dort eine Schwäche ist. Und vom Bauchuntersuch ist der Bauch schön weich. Der Patient hat keine Beschwerden. Das ist ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Ich arbeite wieder normal. Ich musste also jetzt irgendwie 2, 3 schwerere Sachen wieder müssen lüpfen, oder? Und das geht eigentlich einwandfrei. Also ich nehme an, dass es gut ist. Man fragt sich hier natürlich, was wäre passiert, wenn man überhaupt nichts gemacht hat, also nicht operiert. Und das möchte ich Frau Dr. Lea Stoll fragen. Ist eine Operation zwingend in diesem Fall? Ja, man sollte eigentlich jeden Narbenbruch operieren. Das Problem ist, dass aufgrund der Druckverhältnisse im Bauch, die Bauchorgane, die auf die Narbe drücken und auch die Tätigkeit der Bauchmuskulatur, im Laufe der Zeit als natürlicher Lauf der Dinge zu einer grösseren Zunahme dieser Hernie kommt.
muss man also wirklich beheben. Jetzt ist es recht häufig. Jeder Fünfte, der am Bauch operiert wird, kann das entwickeln. Warum ist das? Ja, das Problem ist eben, sind die Druckverhältnisse in dieser Bauchhöhle. Und man braucht die Bauchmuskulatur jeden Tag, wenn man etwas lüpfen, wenn man niesen, husten, auf der Toilette beim Stuhlgang pressen. Und die Narbe ist immer weniger starkes Bindegewebe als die natürliche Muskulatur und Bindegewebe, die der Körper hat. Das heisst, die Kombination von der Schwäche der Narbe und der täglich beanspruchten Muskulatur, die man hat, kann dann zu einem Narbenbruch führen. Wir haben ein Bild, auch, wo man zeigen kann, was genau hier abläuft bei einem so einem Narbenbruch. Können Sie das erklären? Hier sieht man jetzt die Bauchdecke, die dort Rotfarbe gezeichnet ist, und aufgrund von der Schwäche bildet sich dann ein Defekt, die sogenannte Bruchlücke, und durch die kann sich dann der Darm vorwölben. Da sieht man jetzt eine Dünndarmschlinge, die sich vorgewölbt hat, die dann von außen als Vorwölbung, wie auch beim Herrn Stadelmann, sichtbar wird. Mhm. Und das sieht jetzt auch so aus, dass man das ganz abklemmen und dann den Darm quasi absterben, ist das so? Ja, das ist eben ein Risiko und auch Gefahr von der Narbenhernie, dass durch die Lücke nicht nur der Darm abklemmt wird, sondern die zugehörige Blutversorgung. Und das kann dann eben zum Absterben von einer Darmschlinge führen. Wenn man so etwas muss notfallmässig operieren, kann man den Darm zurückziehen. Häufig erholt sich dann das und man muss nicht einen Teil vom Darm entfernen, aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden und dann braucht es eine Teilentfernung vom Darm. Ja. Wie beheben Sie das Problem eigentlich? Also bei jeder Narbenhernienoperation tut man ein Kunststoffnetz einlegen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Beim Herrn Stadelmann haben wir uns für ein Öffnungsverfahren entschieden, wo man die alte Narbe wieder auftut. Man kann das aber auch minimalinvasiv mit der Schlüssellochtechnik von innen her beheben. Wir tun da alles für und wieder mit den Patienten individuell besprechen. Abklären. Gibt es auch Komplikationen bei dieser Operation? Ja, glücklicherweise sind Komplikationen von dem Eingriff eher gering. Wenn, dann handelt es sich um lokale Probleme, Wundheilungsstörungen oder Blutergüsse oder Wundwasseransammlungen. Also schwerwiegendere Komplikationen wie zum Beispiel eine Darmverletzung oder eine Lungenentzündung postoperativ sind zum Glück sehr selten. Mhm. Aber ich habe gelesen, dass man auch relativ häufig chronische Schmerzen nachher entwickelt. Wieso? Ja, das ist auch ein Thema, das man mit den Patienten ansprechen muss, vor allem wenn man das geplant operiert, aufgrund der Präparation in diesem Gebiet. Und der Netzeinlag kommt zu einer Vernarbung, ja auch gewollt. Das Netz muss einwachsen. Und die modernen Kunststoffnetze produzieren immer weniger Vernarbungen produzieren. Aber die Narbenbildung ist in jedem Menschen unterschiedlich, die man nicht beeinflussen kann. Und da kann es häufig zu Beschwerden kommen, die von einem leichten Ziehen bis zu doch stärkeren Beschwerden gehen. Glücklicherweise gehen die meisten Beschwerden im Laufe der Zeit vom Alleine weg. Kann es auch eine Rückfall geben? Kann das wieder brechen? Ja. Die Resultate nach der Operation mit Netzeinlage sind sehr gut. Über 90% der Patienten haben eine stabile Bauchdecke nach der Operation. Allerdings bleibt bei etwa 10% trotz optimaler Technik und Verlauf doch ein gewisses Rezidivrisiko. Wir haben jetzt immer von Narbenbruch geredet, aber vielleicht gibt es gewisse Leute, die plötzlich denken, ist das gleiche wie ein Nabelbruch? Ist es nicht? Warum? Nein, ein Nabelbruch ist etwas anderes. Ein Narbenbruch entsteht immer im Bereich von einer Narbe, wo man eine Operation hatte. Und ein Nabelbruch ist etwas, wo ganz viele Leute haben, wo einfach im Bereich, wo der Nabel oder der Bauchdecke angewachsen ist, dort eine kleine Lücke ist und sich meistens ein kleines Fettzipfel, wo das Bauchfell bedeckt, vorwölbt. Kann man auch etwas falsch machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu frühe Lüpfen tue, wäre das ein Risikofaktor, dass ich so einen Narbenbruch quasi entwickle? Ja, das ist ganz wichtig, dass man die erste Zeit nach der Operation, etwa 4 bis 6 Wochen, wirklich nicht schweres Lüpfen, nicht mehr wie 5 bis 10 Kilo. Wir empfehlen auch das Tragen von einem Bauchgurt. Mhm. Weitere Risikofaktoren sind eben chronische Husten, die häufig Raucher haben. Von dem her wäre es sinnvoll, das Rauchen aufzugeben und auch eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Dankeschön für einen Moment. Das Bild hier, das haben Sie schon gesehen, das ist ein Listenbruch. Und das ist ein Problem, das häufig bei Männern auftreten tut. Die meisten Leistenbrüche oder Leistenhernien verursachen wenig Beschwerden und entstehen über einen längeren Zeitraum. Auch Felix Müller schenkte einer zunehmenden Schwellung in der Leiste vorerst wenig Beachtung. Ja, vor etwa 4 oder 5 Jahren, wahrscheinlich noch länger, habe ich dann gemerkt, dass ich hier an der Leiste so eine Auswölbung hatte. Aber habe dann auch nicht weiter gedacht, dass das
könnte ein Listenbruch sein und habe das auch einmal so gelassen. Es hat mir auch nicht irgendwie weh gemacht. Es war einfach eine kleine Auswölbung, die noch nicht so tragisch war. Ein Leistenbruch entsteht aufgrund einer Schwachstelle in der Bauchwand. Diese kann im Bereich der Leiste von Organen der Bauchhöhle durchbrochen werden. Schweres Heben, Kraftsport, häufiges Husten, Schwangerschaft und chronische Verstopfung begünstigen die Entstehung eines Leistenbruchs. Und bei meiner Arbeit im Winter oder so, bei Schneeschaufeln, wenn ich dann da, ich merke dann sofort und es wird immer schlimmer. Meine Übung ist dann immer, das irgendwie reinzudrücken wieder. Ich merke dann, es ist schon eine Behinderung. Je nachdem, oder? Also auch beim Löb bin ich dann natürlich relativ vorsichtig, aber es wird immer schlimmer. Kann der Bruchinhalt mit der Hand wieder in die normale Lage zurückgebracht werden? So liegt ein sogenannter reponibler Leistenbruch vor. Er bereitet nur wenig Beschwerden und eine unmittelbare Operation ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Letztes Jahr konnte ich es nicht machen, weil ich eine andere Operation noch hatte. Und ja, es hat gesagt, man wartet bis im Herbst. Oder? Aber jetzt, als die andere Krankheit fertig ist, habe ich darauf gepocht. Dass man das vorantreibt, nicht wieder bis im Herbst wartet und der Winter kommt. Ein Leistenbruch bildet sich in der Regel nicht ohne Therapie von selbst zurück. Nur die Operation kann letztendlich zur Beschwerdefreiheit führen. Also ich hoffe natürlich, dass ich das nachher nicht mehr spüre. Oder? Ja, weil das ist am Anfang richtig ein dicker Bolle geworden. Und nachher hoffe ich, dass das beschwerdenfrei ist. Also ich habe nicht wahnsinnig Schmerzen, aber ich möchte wieder können, ohne dass ich da den Griff immer machen muss, ob das draussen ist oder drinnen ist, dass das wieder gut ist. Herr Müller, mittlerweile sind Sie operiert worden. Wann war die Operation? Das war etwa vor 2 Monaten. Und sind Sie jetzt so das, was Sie sich immer gewünscht haben, nämlich beschwerdenfrei? Das ist so, ja. Ist das reibungslos über die Bühne gegangen? Das, muss ich sagen, hat das Klarenspital wunderbar gemacht. Ja. Haben Sie im Spital bleiben? Ich bin eine Nacht dort geblieben. Ja, also auch eigentlich eine kurze Sache, problemlos. Haben Sie Angst vor der Operation? Nein, weil ich habe ein Jahr vorher etwas noch Grösseres operiert. Das ist irgendwie morgen rein und am nächsten Tag bin ich am Mittag schon wieder daheim. Ja, also etwas Kleines in diesem Sinn. Richtig. Frau Stolt, wir wollen noch genau wissen, was ein Leistenbruch überhaupt ist. Wir haben ein Bild dazu, dass Sie das vielleicht erklären können. Was passiert da? Genau. Auf der Leiste lastet immer ein gewisser Druck der Bauchorgane und auch die Tätigkeit der Bauchmuskulatur. Normalerweise ist das für die Leiste kein Problem. Sie wird gestützt durch Muskulatur und kräftiges Bindegewebe. Jetzt kann es aber sein, dass eben das Bindegewebe schwächt und sich dann dort ein Defekt bildet. Und durch diesen Defekt, die sogenannte Bruchlücke, kann sich Bauchinhalt, wo häufig eine Darmschlinge ist, vorwölben, wo man dann auch von außen sieht. Das ist der Darm, der sich dort quasi gegen außen wölbt. Könnte jetzt der auch ganz abklemmen und absterben? Ja, das ist eine der Gefahren des Leistenbruchs, eine Einklemmung des Darm. Wenn die Blutversorgung des Darm dort auch eingeklemmt ist, dann kann es dazu kommen, dass man einen Teil des Darm nachher bei der Operation mitentfernen muss, wenn der sich nicht erholt. Warum haben Leistenbrüche vor allem Männer? Ja, Männer sind anatomisch vorbelastet. Beim männlichen Ungeborenen ist es so, dass im Verlauf der Entwicklung der Hoden aus der Bauchhöhle durch den Leistenkanal in den Hodensack wandert. Und wenn sich dann der Kanal nach der Geburt nicht vollständig verschließt, kann das Auftreten von einem Leistenbruch begünstigen. Es kann auch sein, dass im Lauf vom Alter der Kanal wieder ein bisschen aufgeht, vor allem wenn dann begünstigende Faktoren wie schwere körperliche Tätigkeiten dazukommen. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Ist das plötzlich gekommen oder hat sich das langsam entwickelt? Nein, ich hatte das schon ein paar Jahre und das ist echt dann immer schlimmer geworden. Ich war auch mal beim Hausarzt, aber der hat echt gemeint, ja, wir machen hier noch nichts. Und, aber als ich dann immer wieder drücken und machen musste, habe ich dann gefunden, jetzt werde ich es gemacht haben. Ja, es ist beunruhigt einem auch ein bisschen, aber trotzdem, früher hat man das noch viel gefährlicher eingeschätzt. Das ist heute nicht mehr so. Was ist anders?
Ja, früher hat man gesagt, dass man eigentlich jeden Leistenbruch, auch wenn er überhaupt keine Symptome macht, keine Beschwerden macht, muss sofort operieren. Das ist heute nicht mehr so. Wenn jemand einen Leistenbruch hat, der wenig bis keine Beschwerden macht, dann kann man mal zuwarten, wie sich das entwickelt. Die Studien haben aber gezeigt, dass doch die meisten Patienten im Verlauf des Lebens dann Beschwerden entwickeln, sodass wir auch bei wenig symptomatischen Leistenbruch gelegentlich eine Operation empfehlen. Mhm. Sie haben es auch können zurückdrucken. Also ist denn das den ganzen Tag gleich gewesen, oder hat das auch Unterschied gegeben? Ja, je nachdem. Wenn ich gestanden bin, ist das gegangen, oder wenn ich gesessen bin. Also ich habe schon gemerkt, wenn es Schmerz und nicht. Aber ich habe dann anfangen gewusst, wie ich das muss handhaben, dass es beschwerdenfrei ist. Hat es denn auch weh, wenn Sie sagen Beschwerden? Ja, also je nachdem. Vor allem, ich schaffe. Draußen viel Schnee schaufeln und so, das ist dann relativ im Winter eklig geworden, wenn man dann irgendwie anstößt oder weiss ich was. Darum wollte ich es dann auch gemacht haben. Ja. Man sagt reponibel versus nicht reponibel, also man kann es reindrücken oder eben nicht. Was ist da denn die Konsequenz? Ja, also die meisten Leistenbrüche sind reponibel. Das heisst, das, was aufgrund von der Schwerkraft dann draußen ist, ist amigs zum Beispiel am Morgen, wenn Patienten lang gelegen sind in der Nacht, dann sieht man es dann nicht. Im Laufe des Tages kommt es wieder raus. Das sind die meisten Hernien. Wenn das eine irreponible Hernie ist, dann heisst das, dass die Darmschlinge oder der Bauchinhalt, der sich vorgewölbt hat, dort wie gefangen ist und nicht mehr zurück kann. Wenn das keine Beschwerden verursacht, ist das nicht gerade ein Notfall. Aber eine Hernie, die man nicht reponieren kann, sollte man doch zügig operieren, weil dort das Risiko von der Einklemmung mit eben, notfallmäßigen Darmresektionen. Genau. Und wenn Sie Hernie sagen, dann meinen Sie Brüche, dann sagt man so fachmännisch. Wir haben eine Animation, die zeigt, wie Sie die Netzchen einsetzen. Frau Stoll, was heisst das genau? Genau, also jede Leistenbruchoperation beim Erwachsenen tut man heutzutage mit einem Kunststoffnetz versorgen. Prinzipiell kann man den Eingriff offen über einen Schnitt in der Leiste oder minimalinvasiv mit der Schlüssellochtechnik mit mehreren kleinen Schnittchen machen. Hier sieht man in der Bauchhöhle, der Leistenbruch ist präpariert. Dort sieht man drei mögliche Lücken, Stellen, wo der Darm kann durchtreten. Das wird alles zurückgezogen und dann mit einem Kunststoffnetz abdeckt. Das Gas, das man in die Bauchhöhle reinlässt, um nachher dort zu operieren, tut man am Schluss des Eingriffs wieder ab. Da sieht man dann, wie sich das schön zusammenlegt. Und die Liste stabilisieren. Die Netze, die wir verwenden haben, dort, wo das Listenband läuft, auch noch eine Verstärkung. Und so ist nach einer Position im Patienten. Mhm. Haben Sie es minimalinvasiv machen oder war es eine offene Operation? Es war eine offene. Warum ist es einmal so und einmal so? Was sind da Kriterien? Ja, also im Prinzip sind die Resultate von beiden Operationstechniken vergleichbar. Es gibt gewisse Vor- und Nachteile bei der minimalinvasiven Operation. Vor allem, wenn jemand auf beiden Seiten Leistenbruch hat, sollte man es minimalinvasiv machen. Oder wenn es ein Rezidiv ist, das heisst, der Bruch nochmal gekommen ist. Bei Frauen würde man auch eher das Minimalinvasiven empfehlen, weil häufig zusätzlich dort auch ein Schenkelbruch vorliegt. Es gibt dann gewisse Faktoren, die das Minimalinvasive schwieriger machen, zum Beispiel wenn Patienten voroperiert sind. Wir besprechen das individuell mit jedem Patienten gemeinsam. Wie war eigentlich die Nachsorge? Was haben Sie nachher machen müssen? Haben Sie sich lange schonen? Nein, also irgendwann zwei Wochen nicht schweres Löpfen, bis 5 Kilo. Und ich habe relativ klein wieder geschafft. Einfach geachtet, dass ich nicht löpfe, dass das nicht alles verreisen sollte. Aber das ist alles. Reibungslos gegangen. Das reicht denen? Genau. Die ersten zwei Wochen sollte man achten, dass das Netz gut einwachsen kann, dass man nicht schwer schlüpft, nicht mehr wie 5 Kilo. Wir empfehlen Sportkarenz für etwa 4 Wochen. Nach 6 Wochen kann man sich ohne Einschränkung normal wieder betätigen. Ist es eine unkomplizierte Operation? Man hat das Gefühl, das ist eigentlich etwas Einfaches, oder gibt es auch Komplikationen? Ja, das ist eine Routineoperation, die man mehrere hundert Mal pro Jahr machen. Aber bei jedem Eingriff kann es theoretisch Komplikationen geben. Sie sind zum Glück sehr selten nach Leistenhernienoperation. Wenn, dann sind es auch wieder lokale Probleme, dass zum Beispiel ein Bluterguss im Hodenbereich oder eine Wundwasseransammlung schwellig sind. Mhm. Wann würden Sie denn empfehlen, das wirklich abzuklären? Also im Prinzip jeder Patient, der beunruhigt ist, weil das ist auch immer ein bisschen, wenn man nicht weiß, was es ist. Oder Herr Müller hat selber gesagt, er hat ihn hat das beunruhigt, er hat Angst gehabt und
wenn nachher herauskommt, dass das völlig einfach ein Listenbruch ist ohne Beschwerde, dann kann man diskutieren, ob man es machen will und wenn, dass man sich auch ein bisschen einrichten kann mit Beruf, Familie. Aber sobald man beunruhigt ist und eine Schwellung in der Liste hat, der Gang zum Hausarzt, der einen dann weiterweist. Und jetzt sind Sie wieder beruhigt? Wunderbar. Alles tipptopp. Dankeschön vielmals, Herr Müller, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Und ganz herzlichen Dank für die Informationen. Frau Stoll. Für Sie haben wir noch verschiedene Informationen bereitgestellt. Falls Sie interessiert sind, noch mehr zu wissen über Listenbruch und auch Narbenbruch, gehen Sie bei uns auf die Webseite. Die Wechseljahre, die bringen bei den Frauen viel durcheinander und machen oft Beschwerden. Und darum fragt sich natürlich dann, was hilft gegen diese Beschwerden? Unter den Wechseljahresbeschwerden der Frau leidet oft auch das Umfeld. Aber das muss nicht sein. Wir sind die Top Pharma Apotheke Mainz in Hochdorf im schönen Seetal. Die Wechseljahresbeschwerden kommen, weil die Hormone abnehmen und der Körper am Anfang das versucht zu kompensieren, bis er sich dann daran gewöhnt, dass die Hormone wirklich schwinden. Hi, Janine. Hi. Ich haben wir schon parat gemacht für dich? Ja, ich war dünnhäutig, gereizt und vor allem meine Familie fand, ich sei nicht mehr zum Aushalten. Lindern kann man Beschwerden mit pflanzlichen Mitteln, wie zum Beispiel der Traubensilberkerze allgemein zur Beschwerdenlinderung oder auch dem Salbei beim Schwitzen. Bei massiveren Beschwerden, die die Lebensqualität einschränken, wie Schlafprobleme oder auch bei einer Osteoporose-Neigung, kann es Sinn machen, eine Hormonersatztherapie einzuleiten. Und das tut man mit dem Arzt besprechen. Wir hier sind spezialisiert auf die Herstellung von humanidentischen Hormonpräparaten, die der Arzt individuell auf die Blutwerte der Frauen einstellen. Humanidentisch sagt man deshalb, weil es eigentlich die Hormone, die wir einsetzen, in der Struktur genau gleich sind, wie sie die Frau in den Drüsen herstellen würde. Hormontherapien allgemein werden immer noch in Verbindung gebracht mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko. Aber tatsächlich ist es viel grösseres Risiko, eine starke Gewichtszunahme nach der Menopause, die genetische Disposition, Alkohol, aber auch das Rauchen. Ich fühle mich einfach wieder besser und ich bin wieder mehr mich und meine Familie ist auch wieder glücklich. Der Professor Monsch von der Memory Klinik Basel forscht über Alzheimer. Und jetzt will er und sein Team wissen, ob man vorbeugend etwas gegen Alzheimer machen kann. Und dazu wird es eine Studie geben und sie suchen Studienteilnehmer, und zwar gesunde Leute zwischen 35 bis ins hohe Alter. Wenn Sie jetzt interessiert sind, dann haben wir für Sie Informationen bei uns auf die Webseite gelegt und Sie finden dort sogar ein Anmeldeformular. Und das war's für heute. Machen Sie es gut und ade miteinander. Heute kann man Millionen Krebsgene untersuchen. Und das hat Einfluss auf die Therapieerfolge bei Darmkrebs. Darüber sprechen wir nächste Woche. Basler Zeitung zeigte: Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violje, mehr als Labormedizin.